Kozich aus der Ukraine. Now another youngster, this time from the Ukraine, Alina Kozich. Ein Jutschenko mit eineinhalb Drehungen in der zweiten Flugphase. Also a respectable vault from Alina Kozich. Beurteilt wird auch die Ausgiebigkeit der Höhe und Weite der zweiten Flugphase vor dem möglichst sicheren Stand. Also achten Sie auch auf die Linien auf der Matte, ob die Turnerin in diesem Korridor bleibt und nicht etwa abweicht aus der senkrechten Achse oder Ebene. Und ob die Flugphase eben sehr weit geht. Alina Kozich, Siegerin beim Stella Sacharowa Cup in Kiew im Vorjahr und auch Siegerin am Boden. Die Wertung für Sie, erster Sprung 9,18. Start value 9.7 and the score 9.187. Gehen wir in Richtung Vorentscheidung. Aber wir wollen ihn erst turnen sehen, den Marius Ursika und doch noch entstehen kann. Aber wir sind beim zweiten Sprung von Alina Kozich. Alina Kozich then, second vault. Die Topführung für Ursika registrieren wir mit 9.775. Quite as impressive as the first vault we saw from Kozich. Jutschenko mit ganzer Drehung. Jutschenko vault war das vor half twist dem Stütz the horse und dann der Seite rückwärts gebückt. Off the horse, also eine Schwierigkeit von 9,7 bot sie da im zweiten Sprung an. 9.7 the start value for that vault. 15-jährige Schülerin aus der Ukraine. Auch sie im ersten Jahr bei den Großen. Not a place in the winner's final for her. Well, Alina Kozich. Die Wertung 9,006. Ja, im Bereich 3 Stellen nach dem Komma. 9.006.